Es beginnt wieder die Zeit der Eintöpfe und dieses Jahr möchte ich euch als allererstes den schnellsten und besten Wirsing-Eintopf zeigen. Wirsing-Eintopf mit Hackfleisch und Kartoffeln. Wie ich den gemacht habe, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier schon mal die Zutaten in der Übersicht. Ups, da fehlt da noch eine. Klar, die Kartoffeln. Wohl denen, die schnell lesen können, denn hier laufen die Zutaten gerade alle durch. Ihr könnt sie natürlich wie immer unter diesem Video nachlesen. Und dann geht's auch schon los. Die Zwiebeln werden als erstes geschält und in grobe Streifen geschnitten. Das Butterschmalz in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin kräftig anbraten. In der Zwischenzeit können die vorgekochten und eingelegten Kartoffeln noch etwas kleiner geschnitten werden. Das Hackfleisch zu den Zwiebeln hinzufügen und ebenfalls kräftig mit anbraten. Aus einem Liter Wasser und der Gemüsebrühepaste wird eine kräftige Brühe gemacht. Wenn das Hackfleisch durchgebraten ist, kommt der Wirsing dazu. Alles gut vermengen, dann kommt noch der Knoblauch dran und jetzt wird alles mit der Brühe aufgefüllt. Da das aber noch nicht genug Flüssigkeit ist, kommt jetzt noch ein halber Liter Wasser mit dran. Deckel drauf und den Eintopf schon mal 15 Minuten köcheln lassen. Wenn ich Kohleintöpfe koche, kommt immer etwas Kümmel mit dran, damit er bekömmlicher ist. Und noch knapper vor Ende kommt dann der Schmand dazu. Jetzt darf alles nochmal leise vor sich hin köcheln und zwar ungefähr 15 Minuten. Und nebenbei bemerkt, wie fast jeder Eintopf, schmeckt auch dieser Eintopf am nächsten Tag nochmal viel besser. Also ab damit in den Kühlschrank und am nächsten Tag nochmal genießen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.